Da ist der Dino! Yeah! Was zur Hölle ist das? Ich bin das Schlachtpanzer-Drachen-Angriffsvernichtungssystem. Ihre Killstar steuert meinen Hirnschirm und das heißt, Sie sind mein Reiter. Hallo, Baby. Ich bin mit einer hydraulischen Terror-4000-Kanone und Traumapanzern aus Titan ausgestattet. Ich glaube, wir drehen mal eine Runde. Ey, ja, schleich doch noch mehr hin. Er genießt das halt. Und diese Disco-Farben. Ganz viel Neon überall halt, ne? Das ist für dich, Spider. Achso, ich muss jetzt eine Brücke ausfahren. Ich muss euch brechen. Ich habe sie erschossen. Laserstrahlen aus meinen Augen. Achso, du latscht automatisch. Ja, der läuft automatisch. Das ist so eine Rail-Shooter-Passage. Du musst im Wesentlichen nur den machen. Mein Laser und ich. Ah. Ja, du bist der feuchte Traum eines jeden Killstar-Besitzers. Lustig und traurig. Ich sag doch, wir haben die Bitch erlegt und reiten den Drachen. Ich bin froh. Was ist er? Gut? Froh. Ach, froh. Nicht zu wechseln mit Frodo. Ja, das war wieder was anderes. Sterben macht Spaß. Das ist ein bisschen die falsche Botschaft. Töten macht Spaß, ja. Das ist ein bisschen ein Übersetzungsfehler. Hey, guck mal! Rex Power Cult auf einer riesen Leinwand. Das ist schön. Und natürlich läuft der Hochzeitsmarsch. Weil, sagen wir doch mal ehrlich, das ist Rex Geliebter. Nicht irgendeine Bitch. Da sind Raketen abgeschossen worden, muss ich die jetzt. Was zum Teufel? Willkommen zu Hause, Killer. Sloan, ich töte nur noch einmal. Und zwar sie. Und was dann? Ruhestand in der Vorstadt? Jeden Samstag den Rasen mähen und sonntags Football gucken? Das bist nicht du, Rex. Du mähst doch keinen Rasen. Du mähst Leben nieder. Sie sind irre. Ich bin ein Gott. Nicht nur Mensch, nicht nur Maschine, sondern eine Fusion von beidem. Ein neuer Zeus, der eine neue Menschheit beherrscht. Du hättest einer meiner Cyberpriester werden können, mit freiem Willen als meine rechte Hand. Aber ich schätze, ich muss euch Mark IV endgültig zum Ausschlachten schicken. Falsch geschätzt, Sloan. Total falsch. Alarm. Systeme kompromittiert. Sloan kann nicht getötet werden. Tut mir leid, Rex. Eine Schande. Du bist weich geworden. Wie die Politiker in Washington. Wusstest du, dass die Frieden mit den Roten aushandeln wollen? Frieden, Rex. Frieden. Warum kann ich nicht abdrücken? Du erbärmlicher Waschlappen. Du bist nichts als ein Haufen Drähte und Programme. Es war nichts mehr übrig von Rex Power Cold, als man dich fand.
Nur noch DNA ohne Seele. Nein! Ich gab dir meine Erinnerungen, meine Erfahrungen, meine Kindheit. Nein! Ich hab dich programmiert. Erschaffen. Ich bin dein Vater. Nein! Doch was wirklich zählt, blieb unverändert. Deine Seele. Aber du hast Herzblut. Du bist mehr als eine Sammlung von Drähten und Programmcodes. Ich glaube an dich, Rex. Und du musst auch an dich glauben. Licht aus, Rex. Nein! Spot an! Einmal durchgeschnitten. Licht aus, Spot an. Elizabeth. Disco! Rex! Du hast Colonel Sloan getötet! Jetzt ist sein Auge grün. Und wieso lebt sie jetzt noch? Sie werden kommen und alles mitnehmen. Deine Forschung, die Waffen, das Drachenblut. Ist es das, was du willst? Eine Armee von Monstern? Es ist, was Sloan wollte. Ich bin nicht wie er. Ich habe alle Notfallsprengfallen in den Bunkern reaktiviert. Nur ein Knopfdruck. Und alles geht in Flammen auf. Du hast uns gerettet, Rex. Oder vielleicht hast du dieses Mal mich gerettet. Nein, wir haben uns gerettet. Und sie treiben es jetzt vor dem brennenden Bunker. Nein, die stehen nur. Ach, schade. Eng umschlungen. Stimmt, wir sind ja immer noch in den 80ern. Ein schlechter Cliffhanger. Ah ja. Sie mit den Augen. Aha. Ja, bei 16 Farben geht halt nicht viel mehr, ne? War's das jetzt?